So. Ihr habt mich gleich. Ihr habt mich gleich. Gleich habe ich Rage Mode an. Ich mag Kekse. Was ist denn Ach, das? heilige Aufgestiegene führt mich nach Hause. Ich dachte, ihr wärt ein Meereself. Willst du mich beleidigen? Eben war ich noch dabei, die Zehen ins flache Wasser zu strecken und den Tag zu genießen. Und dann lauern hinter jeder Ecke plötzlich mörderische Korsaren oder hungrige Riffnattern. Wir sind gefangen. Kotras hat mich geschickt, euch zu suchen. Er will ein Treffen am alten Baum der Liebespaare. Er lebt noch? In seinem Alter hätte ich gedacht, dass er der Erste wäre, der diesen Meereselfen zum Opfer fällt. Ich hätte diesem sturen alten Salzmeer zutrauen sollen. Ich werde mich auf den Weg zu ihm machen. Besser als darauf zu warten, hier draußen zu sterben. Vielen Dank. Bitte. Gut, findet Mannschaftsmitglieder. Was sind das eigentlich für ein. Ist das nur ein Turm da oben? Das ist nur ein Turm. Okay. Ist hier nicht das Auge des Obskuren? Ja, der ist auch hier drin. Der Auge des Obskuren, das ist ein Schädel, ne? Ein sprechender Schädel, glaube ich sogar, ne? Du hast mir heute den Abend gerettet mit dem Stream. Wieso streamt Gronkh nicht? Der lebt doch davon. Wenn du willst. Na, Discord. Ne. Ich bin nicht so für Discord. Mein Schatz, dieses Mal kehre ich nicht nach Hause zurück. So sanft das Meer hier auch oftmals ist, wussten wir doch immer, dass jede Reise meine letzte sein könnte. Am Ende werden es nicht widrige Wellen sein, die mir das Leben rauben. Es ist das Gift in meinen Adern. Ich liebe dich und das tut mir leid. Die Meereselfen haben Korallenwasten erobert. Derzeit ist es nur eine kleine Streitmacht, aber es ist klar, dass sie sich auf die Ankunft weiterer Krieger vorbereiten. Es wird nicht lange dauern, bis die Insel der Brückenkopf einer größeren Kampagne geworden ist. Ich werde das Festland nie mehr erblicken. Aber wenn die Gezeiten mir hold sind, wird diese Nachricht hier schnell dort ankommen. Klar. Aus Pergament. Ihr, der ihr diese Zeilen hier findet, berichtet der königlichen Flotte, dass die Meereselfen hier sind. Haltet sie auf, bevor noch mehr Leibe verloren gehen. Und seid so gütig und bringt diesen Brief hier zu Wendlein in Alinor. In Liebe und Hoffnung, Kartorell. Der ist tot. Bam. Verstärkendes Feuer. Der ist schon tot. Ich glaube, die verbrennen auch noch und das Feuer macht richtig Damage bei denen. Aber gut, das sind ja auch Meereskreaturen. Warum soll es nicht Feuer machen? Vier Stück. Ja gut, dann halt vier. Spielst du auch noch Dead by Daylight? Nein. Eisenhaube der Makika. Fremde! Verärgert die Salamander nicht! Ich wollte selbst eine Sie sind das Einzige, was diese Meereselfen davon abhält, zu nahe heranzukommen. Was macht ihr hier draußen? Ich habe euch noch nie gesehen! Kurtarus hat mich geschickt, euch zu suchen. Er meint, ihr solltet ihn am alten Baum der Liebespaare treffen. Seid ihr euch sicher, dass wir über denselben Kurtarus sprechen? Denjenigen, den ich kenne, verwechselt man eher mit einem Toten. Und er würde diese ganze Sache eher nur verschlafen. Den meine ich. Wir sollten ihn nicht erwarten lassen. Spielst du auch Minecraft? Minecraft kenne ich nicht, aber Minecraft. Ja. Aber im Moment nicht. Ich habe es nicht installiert, ehrlich gesagt.
Ich hab's mal versucht zu recasten. Und zwar den. Aua. Haben wir einen Zeh gebrochen. Und zwar den. Maubert. Maubert. Boss. Typus. Verliesboss. Schwierigkeitsgrad. Schwer. Er macht Chidori-Vögel aus seinen. Das gefällt mir nicht. Stirb. Okay, der haut einen den Arsch weg. Bitte stirb. Gut, er ist gestorben. Kein Verliesboss. War ein normaler Gegner, Alter, und der hat so viel ausgehalten. Spielst du Roblox? Nope. Habe ich auch nur den Namen von gehört, mehr nicht. Du weißt mehr über Naruto als ich. Aha, stell mir mal eine Frage. Mal gucken, ob ich das beantworten kann. Der Sternagenbraut von Alinur. Nee, das will ich nicht vorlesen. Das ist ein reimer Scheiß. All dieses Hocken ruiniert mir den Rücken. Aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, was der Feind vorhat. Wie läuft die Suche? Irgendwelche Spuren von Cartorell? Es tut mir leid, nicht alle haben es geschafft. Das tun sie nie, wenn diese Meereselfen im Spiel sind. Sie werden uns schon noch die eine oder andere gute Seele kosten, bis hier alles vorbei ist. Wie kommt ihr darauf? Sie graben sich ein und stellen Ballisten entlang des Ufers auf. Sobald die königliche Flotte hier angreift, wird sie sowohl vom Meer als auch vom Land her von den Maorma unter Beschuss genommen werden. Das wird ein Blutbad, wenn nicht irgendein anderes Unglück die Pläne der Meereselfen vereitelt. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Was können wir beide dagegen ausrichten? Ich schlage hier nicht vor, gleich die ganze Invasion zurückzuschlagen. Aber mit Ballisten kenne ich mich aus. Wenn wir eine von ihnen auf ihre eigenen Schiffe ausrichten und für genügend Aufruhr sorgen, können wir eine freundliche Patrouille anlocken und die Meereselfen völlig überrumpeln. Bin dabei. Ich bringe mich in Stellung und warte auf euren Angriff. Dann pieksen wir diese Seeschlangen mal so richtig schön an, während die beiden hier sich zu eurem Schiff aufmachen. Ihr habt doch ein Schiff, oder? In der Bucht jenseits der Höhlen gibt es ein kleines Segelboot, mit dem wir fliehen können. Na schön, ihr beide macht das Boot klar, das unsere Freundin organisiert hat. Wir sorgen für eine Ablenkung bei Trinimax Zorn. Gut. Zu der Frage, wie heißt Sasukes Sharingan im Boruto? Keine Ahnung, Mangeku Sharingan, glaube ich. Ich habe die Serie nicht gesehen. Und das zweite werde ich nicht beantworten. So. Ups. Verteidige die Balliste. Da soll eine Balliste sein? Ich sehe sie noch nicht mal. Das ist ja ein Alcash. Ach ne, das ist ein Haus. Sieht aus wie ein Alcash. Du bist ja ein Feind. So, meins. Haltet sie zurück! Ich schieße den Kutter auf! Ich glaube, die Fragen kannst du aufhören. Ja, wie gesagt, nur den. Ah! Level up! Nenn mich ja nicht umsonst den Schrecken der Seedrachen! Ich habe nur den. Die erste. Oh Gott.
Hör mal auf, mir in den Rücken zu schießen oder zu schlagen, das tut weh. Ach, du bist der Boss. Sag das doch gleich, dann kriegst du für nur eine Sonnenbank. Du bist der Highlander? Krass. Gut, toller Trick. Das reicht. Fall zurück und geh zum Boot. Das reicht, sagt er. Das, ich habe übrigens nur die erste Naruto-Serie gesehen. Hab noch nie die, ja, Möglichkeit oder die Chance gesehen, überhaupt die Fortsetzung zu sehen. Aber ich glaube, ich habe eine Möglichkeit, wie ich das sehen kann. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich will nicht Korallenwasten ver... Nö, wir suchen jetzt das Augur. Ich gehe doch nicht nochmal hier hin. Das ist ein Verlies, das heißt der Weltboss, Verliesboss fehlt noch. Das war übrigens auch nicht der Boss. Nee, habe ich auch festgestellt. Scheiße, wo ist denn der Boss? Bist du der Boss? Nee. Hä, welche Staffeln hast du angeschaut? 1, 2, 3. Von Naruto. Aber nur einmal, wohlgemerkt. Ich bin an der Stelle, wo Sasuke mit dem Orochimaru in den Wald geht oder beziehungsweise dem überhaupt folgt. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich glaube, da kommt ein Zeitsprung danach. Meereselfen, boah, ist das laut. Mögen geflügelte Schlangen und triefende Kisten. Ist notiert. Was? Was soll ich kaufen? Nee, spoiler mich nicht. Ich habe schon viel gespoilert. Ah, eine fleischige Zweibeinerin mit dicken Daumen. Hallo! Ihr seid eine Elfin, oder? Oder ein Mensch? Na, ich habe Schwierigkeiten damit, euch Leute auseinanderzuhalten. Ihr seid nur weniger blau als die anderen. Also, ich meine die Farbe, nicht den Alkohol. Wie dem auch sei. Was kann ich für euch tun? Eure Hüterin Josaje hat mich geschickt. Ich brauche eure Hilfe, um Zeitrisse auf Sommersend zu finden. Josaje. Halt! Ihr redet von dieser zittrigen Magierin, die ich ausgetrickst habe, damit sie mich befreit. Sie ist eine Wonne. Ich hatte auf einen längeren Urlaub gehofft. Ich kann so einen Sprung wie diesen nur etwa einmal im Jahrhundert machen. Nun gut. Wenn ich euch aus dieser Kiste hole, werdet ihr mir dann helfen, diese Zeitrisse zu finden? Ich finde es eigentlich ganz bequem hier drin, meine Freundin. Eine gemütliche Unterbringung, das unterschwellige Meeresrauschen und ein schlachsiges Fleischhirn fürs Amüsement. Aber ich schätze, ich sollte los. Diese Elfen wollen mich verkaufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich werde euch helfen. Unter einer Bedingung. Was ist die Bedingung? Wenn wir mit dem Flicken dieser chronosymphonischen Disse... Wenn wir diese Zeitrisse geflickt haben, lasst ihr mich Mundus im Frieden durchstreifen. Keine hohlköpfigen Psychiker mehr, die mich mit Fragen löchern. Schluss mit den staubigen Regalen. Sind wir im Geschäft? Ich muss auch einen Mundusstein aktivieren, fällt mir gerade wieder ein. Ich werde das mit Wissensbewahrer Xerlarus besprechen. Aber versprechen kann ich nichts. Gut. Also, legen wir dann mal los, oder? Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Natürlich habt ihr das. Jeder hat Fragen und ich habe alle Antworten. Aber eine Warnung, seid präzise. Ich muss zwar die Wahrheit sagen, aber die Wahrheit ist eine schlüpfrige Angelegenheit, wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst die Wahrheit sagen? Das muss ich! Eine der unglückseligen Eigenheiten des Psychic-Bindungsrituals, das mich hierher gebracht hat. Ich kann euch oder jeden anderen so viel belügen, wie ich nur möchte, außer man stellt mir eine direkte Frage. Ein billiger Trick, wenn ihr mich fragt. Die Psychiker haben euch hier gebunden? Das haben sie. Ein bisschen. Ich bin mir sicher, dass ich ausbrechen könnte, wenn ich es darauf anlegen würde. Aber ich mache ihnen ehrlich gesagt keinen Vorwurf. Wenn ich wie sie eine Eichel wäre, die auf einem Ozean des Wissens treibt, würde ich mich auch einfangen wollen. Nun, ihr seid gerade aus Arteum entkommen. Ich schätze schon. Sofortige Translokationen sind aber nicht gerade ein Sundas-Spaziergang. Der Schleier hier im Mundus ist dick und klebrig, wisst ihr? Wie ich schon sagte, für die absehbare Zukunft liege ich wohl auf Grund. Warum haben sich die Psychiker die Mühe gemacht, euch überhaupt zu binden? Seid ihr wirklich so klug?
Seid ihr fertig? Bin ich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr so lustig seid. Wir beide werden eine richtig spaßige Zeit miteinander haben. Ja, um eure direkte Frage zu beantworten, ich weiß sehr viel. Und mit sehr viel meine ich so gut wie alles. Warum nennt man euch den Auge des Obskuren? Nun, ein Augur des Offensichtlichen wäre ja auch nicht sehr nützlich, oder? Ich hatte mich ja damals für etwas Eindrucksvolleres eingesetzt. Der prachtvolle Schädel der hexagonalen Wunder! Aber da hat jemand sein Veto eingelegt. Über Geschmack lässt sich wohl nicht streiten. Das sind doch aber nur Titel. Habt ihr auch einen wahren Namen? Natürlich habe ich den. Alles hat einen Namen. Namen geben Dingen Gestalt. Vögeln, Schneeflocken, Teekesselchen, ihr versteht schon. Ich würde euch meinen ja sagen, aber ihr bräuchtet 6 weitere Zungen und 2 Zimbeln, um ihn richtig auszusprechen. Also ersparen wir uns das. Was genau seid ihr? Ich bin ein Reisender, so wie ihr. Abgesehen davon, dass... Eigentlich bin ich kein Stück wie ihr. Ohne euch zu nahe treten zu wollen. Ich bin etwas, was man einen Aspekt nennen könnte, ja? Wie der Schatten einer Idee. Verzieht nicht so das Gesicht. Ich sage die Wahrheit. Es ist ja nicht mein Fehler, dass eure Sprache so krude ist. Warum steckt ihr in einem Kristallschädel fest? Ich bin nicht in einem Schädel, ich bin der Schädel. Zumindest hier auf Nirn. Drüben im angrenzenden Ort habe ich die Form eines Kissens. Stellt euch das mal vor. Ihr seht verwirrt aus. Das ist doch alles nur eine optische Täuschung. Den Schädel könnte man gewissermaßen eine Manifestation nennen. Eine Manifestation von? Von mir? Ach, das ist doch einfach traurig. Versucht das mal. Stellt euch einen Seelenstein vor. Soweit klar? Jetzt stellt euch vor, dass die Seele darin auch der Edelstein selbst ist. Schräg, oder? Ich mach gerade nach, wie ein Kopf explodiert. Ihr seht das nicht, weil ich keine Arme habe, aber ich tu's. Na schön, ich hab genug gehört. Setzen wir uns in Bewegung. Sehr schön. Also, wohin? Ich nehme an, ihr habt eine Karte oder so. Ich stell mir auch gerade vor, wie der Sprecher das macht. Oh, meine Stimme hat etwas erzittern lassen.